Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich bin zurück. Ich war völlig fertig letzte Woche. Ich brauchte ein bisschen Zeit für mich, sonst wäre ich wahrscheinlich untergegangen. Also. Ich hab jetzt die letzten paar Tage einfach nur ganz gechillt, vor mich in League of Legends gespielt, um mich ein bisschen zu erholen, um ein bisschen wieder Energie zu tanken. Nach der ganzen Frühschicht, weil die war katastrophal. Ich hatte wenig Arbeit bei der Frühschicht. Das war frustrierend, das Ganze. Und so wollte ich halt auch zu Hause nicht großartig was machen und wollte einfach nur zu Hause sitzen und League of Legends zocken in der Freizeit, die ich habe. Ja gut, wir haben am Montag, glaube ich, gestreamt und diese wunderschöne Hütte hingebaut. Für alle, die sich fragen, wo ich jetzt gerade bin, das ist meine Hütte. Sie ist noch nicht fertig, wir brauchen noch ein bisschen Zeug. Ich bin kurz davor, diesen Brahmin zu töten, weil ich kein Essen habe. Ich war gerade nämlich kurz vom Sterben, vom Stream. Zudem hat die Community eine gewisse Anzahl von Mobs gekillt und da sind Events da und hier und da und ich bin nicht so ein Event-Mensch. Ich mach das, wenn es mir in die Quere kommt, ne? Wenn ich drüber stolper sozusagen, wenn es mir ins Gesicht scheißt, dann mache ich das auch. Aber ich fühle mich jetzt nicht gezwungen, da irgendwas zu machen und, oh, Essen! Wo willst du hin? Brauch dich! Komm her! Ja! Jetzt habe ich vergessen, was ich gerade gesagt habe. Jedenfalls, ich bin nicht der Mensch, der sich irgendwie gezwungen fühlt, sowas zu machen. Es ging hier ab. Wieso steht da ein Cowboy? Achso, auf den kann man schießen. Bam! Wie? Ach! Doch, er stirbt. Ja. Yeah. Oh, cool. Ich bin ein guter Schütze von 2 Meter Entfernung. Oh, Gottzwerg. Leuchtest du? Ich dachte schon, der fängt jetzt an zu leuchten. Das wär's, wenn da jetzt so ein übelster Typ rauskommt. Okay, das ist ein Foto wert. Na komm. So, draußen ist es übrigens sehr windig. Wenn ihr hier ab und zu mal ein Wiiu hört, keine Sorge. Das bin nicht ich. Ich pfeife nicht aus dem letzten Loch. Das ist das Fenster. So, ich muss mal. Ich habe mir seit Jahren vorgenommen, die Isolierung mal zu erneuern, aber... Ey, ich bin faul. Ich bin stinkend faul. Tja, was will man machen? So, was wollen wir heute machen, Leute? Was ist unser Grundgedanke? Wir haben noch ein bisschen was auf der Liste. Das weiß ich. Ich brauche noch eine Fedora. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Ich brauche noch eine Kochmütze, die eigentlich nicht so selten ist, die ich aber trotzdem nicht finde. Vielleicht, weil ich einfach nicht aktiv danach suche. Was wird das denn? Schatten? Die Sonne wandert anscheinend ziemlich schnell. Ja, wir müssen ja sowieso noch Orte besuchen. Dann besuchen wir einfach ein paar Orte. Ja, die Raketensilos. Ich weiß nicht, ob das sich das lohnt, da irgendwas zu besuchen. Aber sollten wir echt mal einen Angriff nehmen, so langsam mal die Atombombe zu starten, ne? Damit wir halt auch die Atombomben-Events mitmachen können. Weil ich möchte ja erstmal meine eigene starten, bevor wir das machen. Ich werde das höchstwahrscheinlich, ich habe ja jetzt ein langes Wochenende und da werde ich die Session mal aufnehmen, dass wir wirklich mal die Atombombe zünden. So, Kanawa, Lager Adams, zentrales Gebirgs, Rockkultur, White Springs. Aber White Springs habe ich doch zwischendurch schon besucht. Dies ist hier seltsam. Hier sind auf jeden Fall so viele Orte, die ich nicht kenne. Grafton Steel. Ich glaube, das ist eine gute Location hinzu. Grafton Steel. Ich glaube, das nehmen wir mal in Angriff. Wo ist das denn? Uah! Mein Handy, 2% Akku. Grafton Steel. Ist das wirklich Steed? Steel? Hier steht nämlich Grafton Street. Also als Vorschlag. Ein Zufall? Grafton Steel, wo befindest du dich denn?
Der Toxie Valley. In der Toxie Valley müssen wir gucken. Ne, Floshi, hast du Hunger? Guckt mich einfach nur böse an. Huch. Lesende Gäste, naja. Grafton Steel. Ach da, Grafton Steel. Na, machen wir das doch mal. Ich finde das immer seltsam, weißt du? Wenn Flauschi Hunger hat, dann guckt er einen so an. Und wenn Shiva Hunger hat, dann guckt sie so. Und da müsst ihr euch jetzt mal fragen, wer von den beiden wohl als erstes Essen bekommt. Der Typ, der einen so scheiße anguckt? Oder die kleine süße Maus? Ne, Shiva? Sie ist voll groß geworden. Shiva, komm mal her. Guckt sie euch an, die ist richtig riesig geworden. Ne, Shiva? Kleine Maus, du. Kleines Kussi auf die Nase. So, jetzt muss ich auch weiterspielen. Sie bleibt einfach da hängen, so. Willst du nicht weggehen? Nein. Guter Bleib. Okay, hat sie sich jetzt irgendwo zwischen meinen Armen und meinem Bauch gequetscht. So, Grafton Steel. Ja, ich... Okay, jetzt haben wir ja Grafton Steel besucht, sozusagen, oder? Ich muss mal, glaube ich, die Liste nochmal aktualisieren, nochmal neu schreiben. Und damit wir wirklich alles, was wir bereits haben, auch gemacht haben, durchgestrichen haben. Oder gar nicht erst aktiviert haben. Level 10. So, wir suchen auf jeden Fall noch Feldfrüchte müssen wir sammeln, alles klar, keine Ahnung. Was habe ich denn da geschrieben? Was soll eine Kackbratze sammeln? Hä? Wieso habe ich das aufgeschrieben? Noch ein Grund, die Liste läuft man Leute erneuern. Wieso? Ich habe unter dem... Lass mich doch in Ruhe. Ich habe unter dem Punkt Sammeln, aber hier stehen Feldfrüchte. Weiß ich nicht mehr, was das bedeutet. Kackbratze. Alter Junge! Ich bin da communicaten, ja? Ich weiß nicht, wieso ich eine Kackbratze einsammeln muss. Egal. Ein großer Generator? Was tust du denn hier? Oh! 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 Das ist interessant. Ist er jetzt tot? Hab ich den jetzt ernsthaft gekillt? LOL! Dann schleiche ich mich jetzt hier durch die Gegend. Und wie sehen die anders aus als die normalen Supermutanten? So, wir kommen übers Dach da hoch, ne? Holen wir mal unsere Gratis-Waffe ab. Zack. So, Grubenhauer-Handschuh. Was für eine Scheiße. So, seid ihr jetzt zufrieden? Oh, da stand 0%, er ist tot. Ich bin ein guter Sniper, Leute. Dann würde ich sagen, durchsuchen wir heute mal Grafton Steel. Wieso ist das alles wieder so scheiße hell? Was ist hier los? Es ist Nebel. Und die Sonne strahlt wie, keine Ahnung, als wäre sie, ich wollte sagen, eine Atombombe, aber im Grunde genommen ist sie eine. Also, kann ich da leider nicht viel zu sagen. Naja. Gibt's hier irgendwelche Gebäude zu erkunden oder kann man hier nur irgendwelche Leute totschießen? Na, guck mal, da ist was. Hat da gerade jemand von hinten geschossen? Bald ich dich finden, Mensch. Aha, da will ich rein. Jetzt haben wir den Ort gefunden, wohin wollen. So, ach Gott. Ja, ich muss sagen, die Tagepause haben sich gelohnt. Habt ihr gesehen, wie schnell ich gerade das Schloss geöffnet habe?
Normalerweise brauche ich 10 Jahre. Was hat der denn da gemacht? Hat er mit sich selbst geknobelt? Das sah gerade ein bisschen so aus. Was geht hier eigentlich ab? Wie viele Punkte laufen hier rum? Die haben doch alle Kronkorken am Start, oder? Ja. Wo kommt die denn her? Ich habe das Gefühl, dass ich hier ständig an denselben Stellen Supermutanten töte. Und das nehmen wir auch mit. So. Bei den Supermutanten kann man wunderschön Kronkorken farmen. Wer schießt denn hier? Jetzt komme ich rein. Zugang gesperrt. Ist zu spät. Aufgrund der andauernden Ermittlungen im Zusammenhang mit der verseuchten Sabotage des Hochofens schränken wir den Zugang auf ausgewählte Mitarbeiter ein. Nach Abschluss einer Schicht sind die Schlüssel bei Aufseher Fortney abzugeben. Die Türen bleiben rund um die Uhr geschlossen. Ja gut, ich brauche keinen Schlüssel. Ich bin mein eigener Schlüssel. Junge! Ist doch langsam mal gut! Irgendwer labert da hinten noch. So, labert. Wie sind die denn hier überhaupt reingekommen? Hm? Das ist doch hier die Frage. Wieso habt ihr ein und dasselbe dabei? Achso, weil du ein und dasselbe bist. Erklärt einiges. Der ballert ja immer noch auf mich. 4 Kronkorken. Ja, gut. Wenn man um die 100 Supermutanten tötet, hat man gerade mal 400 Kronkorken. Da gibt es effizientere Sachen. Ist der andere Ausgang, oder? Ja. Ernsthaft? Wo kommen die denn her? Hä? Ich bin doch gerade eiskalt hier unten hier hochgelaufen. Habe ich hier sogar umgesehen. Und hier war nichts. Oder kommt plötzlich von hinten irgendwas? Echt jetzt? Habt ihr es jetzt langsam? Wie viele Supermutanten habe ich getötet? Habt ihr mitgezählt? Aber noch mindestens 20. Ich glaube, das war der letzte. Wie viele waren das? Ich finde, hier ist trotzdem immer noch einer. Mindestens. Ja, komm, gehen wir rein. Ich brauche keine Schlüssel. So. Ich habe übrigens überlegt, mir ein neues Mikrofon zu holen. Nicht dieses hier. Das ist ja mein schon relativ... Ja gut, neu ist es jetzt nicht. Das ist mein allererstes sogar. Nur aufgepimpt. Schutzhelm. Sondern ein Steckkragenmikrofon, damit ich wieder Fallout 4 aufnehmen kann. Das Problem bei Fallout 4 momentan war eigentlich nur, ich habe ein, zwei Folgen auf VR gemacht. Danach wollte ich wieder normal aufnehmen. Ging aber nicht mehr, weil die VR-Version quasi drüber gespielt worden ist und mein Charakter in diesem Speicherstand seine Arme mitten im Bild hat. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist das Bild, so. Ich brauche eine schnellere Waffe dafür, Moment. Oh. So. Da fangen die Arme an. In der Mitte des Bildes. Durch die VR-Version. Deswegen war es quasi zwanghaft pausiert. Genauso wie Skyrim VR zwanghaft pausiert war, weil ich mit dem Mikrofon halt, es geht nicht. Wenn ich mich umgedreht habe, hat man mich nicht mehr gehört. Aber wenn ich so ein Steckkragenmikrofon habe, dann würde ich es, glaube ich, wieder aufnehmen. Das wäre eigentlich die Idee. So, ich hab's immer noch schießen hören. Ich werde dich finden, Junge. Das war jetzt der Weg hier hoch? Nee, oder? Nee, oder? Doch, Tatsache.
Das war der Weg hier hoch. Hätte man sich sparen können. Selbst hier ist noch ein Ausgang. Ich wette, da oben schillt einer und schießt. Okay, schauen wir uns hier erstmal um. Ich glaube, ich bezweifle stark, dass wir hier eine Kochmütze finden. Alter Junge, drehen wir nicht am Rad. Aber irgendwas werden wir hier finden. Oh, pushen. Wo bist du? Ich hab dich gesehen. Hör auf dich zu verstecken. Komm raus, kämpf wie ein wahrer Mann. Mit dem Watz-Modus. So, was haben wir denn noch hier? Fusionszelle nehme ich gerne mit. Lose Schrauben, Schraubenzieher. Habt ihr übrigens gemerkt, dass wir den Punkt Besuche Grafton Steel nicht abhaken können, weil eigentlich stand da nichts, oder? Ja, ich muss die Liste nochmal kontrollieren. Wahrscheinlich haben wir die Hälfte aus Zufall schon gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Allpasser. Tür. Hier sind 1 Milliarde Türen. Wieso war er da verschlossen? Ich glaube, ich laufe im Kreis. So, gehen wir mal raus. Ich glaube, irgendwas haben die wieder mit der Helligkeit verkackt. Aber die Sonne strahlt auch wieder richtig. Ist ja nicht mehr normal. Okay, ich würde sagen, Ziel ist es, ganz oben anzukommen. Deswegen tun wir das einfach mal. Woher looten wir den ganzen Schüssel hier weg? Oh, du bist praktisch. Dich mag ich. So. Du kannst auch weg. Was haben wir denn hier? Bauplan, Bastelwerkstatt. Ja, gut. Aber weißt du was? Die können wir verkaufen. Es gibt viele, die, so wie ich, danach suchen. Das war nämlich, glaube ich, die letzte Werkstatt, die mir noch gefehlt hat, ne? Darius Anglers Manifest, Teil 6. Die Luftschutzsirenen heulen, die Erde bebt. Es ist Billy. Wer will mir sagen, dass es Zeit ist? Alle denken nur an die Bomben. Sie werden mich nicht bemerken. Ich muss mich nur in das Stahlwerk von Grafton schleichen und meine Geheimformel einsetzen. Dann speien ihre Schornsteine Giftstaub über das gesamte Tal. Dann wird es ihnen leid tun, dass sie Billy wehgetan haben. Und dann sind sie tot. Hat er das jetzt wirklich gemacht? Weil das sieht ja so aus, als wäre hier etwas schief gegangen. Das ist ja keine einfache Wüste. Kann es sein, dass Grafton Steel quasi Schuld an dem Aussehen von Toxic Valley hat? Ich meine, bestimmt, oder? Ja, schießt du lieber auf mich. Wie komme ich hier raus? Huch. Die grillt hier Zeug, wie cool. Alter. Oh. Mini-Atombombe, nice. Red Axe, Fusionszelle. Wo ist hier der Pappenheimer, der die ganze Zeit auf mich schießt? Ich schwöre Gott, ich habe hier schon mindestens 100 von den Supermutanten gekillt. Hier war doch noch mehr, oder? Nee, das hier war da. Das hier hatte ich gesehen. Diesen Durchgang. Könnt ihr natürlich mal versuchen. Ja.
Obwohl, so schwer ist das gar nicht. War schon. Bleib da. Sehr schön, braves Mädchen. Ah. Bin der König der Welt. Wir sind hier beim See. Oh. Sammle Kronkorken bei Toxic Valley? Ach so. Ah, das war... Okay, beanspruche die Werkstatt. Ach, da kamen die ganzen her. Weil hier so eine dämliche Werkstatt ist. Was ist denn hier? Blei und Stahl. Oh. Das ist nice. Das ist nice. Das werden wir am Wochenende auf jeden Fall in Angriff nehmen. Da schießt immer noch jemand. Ich fass das nicht. Es wäre eigentlich eine gute Idee, Richtung See zu gehen, ne? Wegen dem Myrlock-Jäger. Das einzige Gute an diesem Event ist, dass da ja eigentlich immer Legendäre auftauchen. Vielleicht sollten wir das mitmachen. Töten. Wo bist du denn? Ich will dich... Habe ich gerade einen Schuss gesehen? Ich will den Typen loswerden. Ich werde ihn finden. Okay, Leute, die letzte Aufgabe, die wir heute haben, ist, diesen letzten Typen zu finden. Der geht mir so auf den Sack. Schießt irgendwo aus dem Nirgendwo heraus. Und denkt, der ist der Obermacker. Wo bist du, Junge? Ha! Ich hab's gehört. Mäuschen, sag mal Piep. Oh, okay. Das müssen wir ganz genau hinhören. Von wo schießt du, Junge? Das ist, als würde man Verstecken mit einem Supermutanten spielen, oder? Oh, ich sehe ihn auf der Karte. Tja, hast du nicht gedacht, dass ich ein Cheater bin? Ich nutze einfach meine Karte. Seid ihr hier drin oder was? Ja. Ich habe ja nicht mal ansatzweise in deine Richtung gezielt. So. Wasserfilter, braucht das jemand? Ich weiß es nicht. Oh, hier haben wir noch was. Laborwerkstatt, gut. So Werkstätten kann man gut verkaufen. Reparaturplan. Ich weiß zwar nicht, was sie in den Hochofen gestopft haben, aber er sieht nicht gut aus. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn ihr ihn ein paar Wochen kalt gelassen hättet, bis die Strahlung nachlässt. Aber jetzt, was es auch ist, mittlerweile steckt es in jedem verdammten Teil. Vom Ofen über den Schmelzer bis zu den Mühlen. Erspar mir das, Mason. Bringst du es zum Laufen oder nicht? Wird nicht einfach. Was auch immer da chemisch passiert, es ist giftig und ätzend zugleich. Ihr werdet ständig Reparaturen vornehmen müssen. Ich kann euch dabei helfen, aber das hält die Asche nicht davon ab. Dem Vorarbeiter ist die Asche egal. Die Arbeiter haben es selbst verschuldet. Jetzt müssen sie es ausbaden. Den Robotern ist es übrigens genauso egal. Umso mehr Grund, die Arbeiterschaft auszuwechseln. Das war's dann? Die Roboter und die Maschinerie werden immer weiter ausgewechselt. Die Fabrik wird das Tal zerstören und der Streik wird zerschlagen? Wenn du ein Problem damit hast, kannst du die Zahlungen vergessen. Es ist nur... Ach, Scheiße. Bring mich bloß zum Van und hier raus, bevor mich noch jemand sieht. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Wir werden dich unseren Freunden empfehlen. Tut das nicht. Kontaktiert mich nie wieder, sobald das hier vorbei ist. Und löscht meinen Namen von dem Holoband. Alles, was ich gemacht habe, war, die erforderten Reparaturen zu veranschlagen. Gut. Wie er sich unter der Erde versteckt hat.
WTF, oh, Stahl. Es kann gut sein, dass hier jemand mal war und dann vergessen hat, hier die Supermutanten zu beseitigen. Deswegen waren hier so viele. Da ist es gut möglich. Das ist, das kann gut sein. Ah, war er vielleicht hier unten? Nee. Der war einfach unter der Erde, ne? Er hat sich einfach versteckt. Sehr seltsam. Ich muss sagen, das Grafton Steel ist ziemlich, ziemlich groß. Ich bin zwar ein Fan von großen Gebieten, ne? Aber nicht von unübersichtlichen Geländen. Ich glaube, das ist gut ausgedrückt. Ich mag es, wenn man in ein Haus geht, ne? Also in ein Gebäude. Und das ist ganz, ganz groß. Aber so ein offenes Gelände, das riesig ist, das ist ein bisschen immer so, da fühlt man sich verloren, so. Du läufst irgendwo lang und dann hast du dich da umgesehen, dann nimmst du einen anderen Weg und landest einfach genau wieder an derselben Stelle. Weißt du, habe ich das nicht aufgemacht? Das meine ich. Ich hätte schwören können, ich habe die Tür aufgemacht. Aber ich glaube, insofern haben wir eigentlich alles hier erkundet. Joa, dann würde ich sagen, gehen wir morgen mal Richtung See. Und schauen uns da ein bisschen um. Vielleicht finden wir den ein oder anderen Jäger. Das wäre auf jeden Fall der Plan. Nee, hier waren wir noch nicht. Abgedunkelte Kampfrüstung. Ja, nehme ich doch. Nehme ich. Mal kurz hier ein bisschen was entfernen. Hier findet man auf jeden Fall tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Ja, ins Weekend Feeling. Apropos Weekend Feeling. Ich habe am Mittwoch um 6 Uhr morgens Wochenende. Ich freue mich voll. Oh, das wird so schön. Oh, du bist ein Meierlock, ne? Ja. Kein Jäger. Na gut, dann schauen wir auf jeden Fall morgen mal hier, ob wir einen Jäger finden. Haut rein, euer Zero. Tschüss.